Hallo und herzlich willkommen in den Allgäuer Alpen, genauer gesagt den Tannheimer Bergen. Und herzlich willkommen beim Mountain Guide auf dem Weg zum Einstein. Der Einstein ist einer der Hausberge oder vielleicht sogar der Hausberg von Tannheim bzw. dem Dörflein Berg. Dort wird auch geparkt. Achtung, der Parkplatz ist kostenpflichtig und rein nur mit EC-Karte bezahlbar. Nur mal nebenbei für euch schon mal zur Info. Wie kann ich euch jetzt am besten den Einstein beschreiben? Ich denke, 4 Wörter werden ausreichen. Steil, kurz, sonnig und Panorama. Das beschreibt den Berg eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Schwierigkeit ist in dem Sinne leicht bis mittel, habe ich es bewertet, denn es sind 700 Höhenmeter im steilen Anstieg. Noch dazu kann man oder sollte man gegen Ende kurz vorm Gipfel auch mal die Hände verwenden, ist aber keine wirkliche Kraxelei, sondern einfach zur Hilfenahme. Wirklich schwierig wird es hier also auf dieser Tour nicht. Es ist aber sehr sonnig. Schatten gibt es wenig, immer nur einzelne Bäume. Bei mir zum Beispiel waren es fast 30 Grad. Ich bin von Baum zu Baum gerannt. Noch dazu waren bei mir, Spätsommer bin ich da hoch, aber hunderte von fliegenden Ameisen am Gipfel, also schwarmweise. Ihr werdet es vielleicht auch dann beim Rundumblick oben am Gipfel sehen. Richtig ekelhaft und unangenehm. Ich bin dann wieder ein Stück abgestiegen und habe dann an einer schönen Fläche, wo man auf die Seite Richtung Ackenstein gucken kann, habe ich dann meine Gipfelpause gemacht, weil da oben, Leute, das war nicht auszuhalten, unmöglich. An sich ist es aber ein wunderschöner Gipfel und ich denke, den meisten auch ein Begriff. Auch wenn viele vielleicht meinen, damit ist der Wissenschaftler gemeint, der Verstorbene. Nein, es gibt auch einen Berg, der Einstein heißt. Ich empfehle ihn euch und sage, ihr solltet ihn gehen, denn die Aussicht da oben ist gigantisch. Und für den Aufwand, denke ich, kann man das mal machen. Es gibt noch eine weitere Variante über den Mittelberg. Das ist quasi genau von der anderen Seite hinauf. Etwas schwieriger mit 1-2 Kraxelstellen dabei. Werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Aber jetzt dürft ihr mal das Panorama da genießen. Und ihr seht schon, was da rumschwirrt. Gut, meine Lieben, ihr habt gerade gesehen, mein Bubi hat den Gipfel markiert, somit gehört er ihm. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, macht ihn, geht ihn, nehmt genügend Wasser mit und genießt dann das Panorama oben am Gipfel. Wie gesagt, dieser Gipfel ist es allemal wert. Und nicht vergessen, nur mit Mountain Guide erreist ein Gipfel gescheit. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, ciao.